So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich habe mich die letzten Monate sehr in Umkosten gestürzt. Ich habe mir einen neuen Helm gekauft. Ich habe mir eine GoPro 2 gekauft, weil die lag noch in meinem Budget. Und die habe ich jetzt vorne an meinem neuen Helm dran. Und ich hoffe, dass das denn jetzt soweit funktioniert. Es kann auch sein, dass ich das hier nicht hochlade, weil der Kamerawinkel nicht ganz stimmt. Ich habe keine Ahnung, ich müsste das wirklich mal testen. Weil ich habe das Gefühl, der Kamerawinkel stimmt überhaupt nicht. Aber das werden wir sehen. Ja, ich muss heute mal zum Einkaufen fahren. Deswegen dachte ich mir, super, gleich beste Gelegenheit, mal anzufangen, mich vorzustellen. Und das machen wir während der Fahrt. Ich hoffe, ich bin immer noch zu hören. Ich weiß nämlich nicht, wie empfindlich das Mikro ist. Also, ich bin der Tobias Rieper und ich betreibe hier auf YouTube einen Hobbykanal und dachte mir eben halt, ja, ich zeige euch mal, was ich so mache. Und dazu gehört eben halt auch das Motorradfahren. So, und wer meine Videos schon mal gesehen hat, ich habe ja genug online. Der weiß, dass ich derzeit nur eine 50er fahre. So. Und das, obwohl ich auch anderes fahren könnte. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Es muss ins Budget passen. Wie gesagt, mein Motorrad ist klein, aber es ist meins. So, übrigens, es ist eine Zipmanic 50. Und wie gesagt, die ist so groß wie ein 125er. Hat alles, was ein großes Motorrad auch hat. Hat Fußschaltung, 4 Gänge. Und ja, es langt. Ja, wie gesagt, ganz ehrlich, warum soll ich mich verschulden bis zum Abwinken, um mir eine große Maschine zu kaufen? Wie gesagt, überlegt mal so rum. Jetzt habt ihr mal einen blöden Autofahrer dazwischen. So, ihr baut einen Unfall, so, und dann ist die Maschine hin. So, höchstwahrscheinlich ein Schaden von 2.000, 3.000 Euro. So. Und ihr habt noch die Kreditraten am Hals. Und ja, wie gesagt, wie wollt ihr das dann wieder reparieren? Natürlich ist es schön, wenn man was Großes fahren darf und auch theoretisch kann. Aber ich sehe das anders. Lässt das mal was sein, oder ist es ständig was mit Maschinen? Und die Garantie, die deckt auch nicht alles ab. Weil, ne, so, es kommt immer was dazwischen, was man selber zahlen muss. Und sollte das der Fall sein, hat man eben halt die Kreditraten noch am Hals und kann die Reparatur eventuell nicht bezahlen. Ist auch nur egal. Das andere ist, selbst wenn, ich würde höchstwahrscheinlich nur, wenn ich jetzt mir eine leisten könnte, höchstwahrscheinlich eine 125er oder irgendwas in der Größenordnung fahren. Ganz einfach aus dem Grund, ich bin jetzt, naja, ich habe meinen Schein 1997 gemacht. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie alt ich bin. Und die Zeit des Rasens ist bei mir schon ein bisschen vorbei. Das andere ist, die 50er ist, also diese hier ist unglaublich sparsam. Also ich habe momentan einen Verbrauch von ungefähr 1,6 Litern auf 100.
Und das ist natürlich unschlagbar. Unser Freund und Helfer. Wir fahren jetzt auch gleich an der Polizeiwache vorbei. Ich bin hier sehr ungern. Einige von den Beamten hier sind schon ziemlich merkwürdig. Aber dabei waren wir jetzt gerade nicht. Das andere ist, wie gesagt, die Manic macht schon wirklich verdammt viel Spaß für so eine kleine Maschine. Und wie gesagt, also ich freue mich ganz ehrlich über den geringen Verbrauch. Und ich glaube, ich sollte mal einen kleinen Tick vom Gas gehen. Das war, glaube ich, ein klein wenig zu schnell. Die ist neu hier, die war gestern noch nicht. Ah. So. Ich bin auch im Yamazaki-Forum. Es ist unter yamazaki-forum.com zu finden. Das ist ein 50er Forum für die Marken Yamazaki, Zip, Taurus, Romé, Skyteam und noch ein paar andere 50er Mokicks. Und oh, ja, ich bin da früher mal recht aktiv gewesen. Ich bin da jetzt seit 4 oder 5 Jahren drinne. Und ja, wie gesagt, sind ganz nette Leute dabei. Teilweise auch so ein paar, die es übertreiben müssen, weil wir sind auch ziemlich Tuning verrückt. Und manche übertreiben es halt einfach mit einigen Sachen. Aber es sind alles gute Leute. Und ich grüße damit hier alle, falls das einer von denen sehen sollte. So, und wer schon immer mal die Wahrheit über die Straßen im Osten hören wollte oder sehen wollte, hier habt ihr sie. Wir sind hier gerade in Halle. Genau gesagt, in Frohe Zukunft heißt der Stadtteil. Und ja, das ist, so kann es natürlich auch aussehen, wie es jetzt ist. Aber das ist eher die Seltenheit als Regel. Was haben wir doch so viele Sachen angesprochen. Oh, ich lasse mich so leicht ablenken. Wie machen andere Vlogger das? Naja, ich wollte eigentlich darüber reden, über die 50er. Wie gesagt, es ist schon toll, wie gesagt, was man heutzutage als 50er kriegt. Wenn ich mal überlege zu meiner Jugend, was man da bekommen hat. Ja, das war ein Witz. Was man da als 50er kaufen konnte, war ein Witz. So, und heutzutage bekommt man so geile Maschinen. Wie gesagt, ich habe hier, wie gesagt, alles drinne. Ich habe hier wieder Drehzahlmesser, ich habe Tageskilometerzähler, ich habe hier in dem Ovalen hier eine Ganganzeige drin, Drehzahlmesser und Tankanzeige, die derzeit nicht funktioniert, weil die Kabel nicht angeschlossen sind. So, ich habe alles Mögliche, wie gesagt, an Schaltern, unter anderem auch Lichthupe. Ich kann den Motor anwerfen, wenn ein Gang eingelegt ist, vorausgesetzt, ich ziehe die Kupplung. Und wie gesagt, das Fahrzeug macht als 50er schon wirklich was her.
So, und damit, ja, meine Empfehlung, guckt einfach mal ins Forum. Sagt Yamazaki, also mit Y, yamazaki-forum.com und guckt da einfach mal rein, ob ihr da irgendwas findet, was vielleicht interessant ist. Wenn man jetzt nur ein kleines Nebenbeifahrzeug braucht und ja, mal gucken, wie ich jetzt hier parke. Gut. Das ist dann jetzt auch mehr oder weniger das Ende von meinem ersten Vlog. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem meiner nächsten wieder. Bis dann.